Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe mir die Kamera geschnappt und mich ins Schlafzimmer kurz versteckt, weil bei uns ist Full House. Wir haben nämlich Osterferien, bedeutet alle Kinder sind zu Hause. Und ich muss auch ein bisschen was arbeiten, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich kurz hier im Schlafzimmer mal versteckt, muss meine E-Mails nämlich noch machen. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Wir haben auf jeden Fall vor, auch noch ein bisschen rauszugehen. Ich werde mal kurz euch das zeigen. Also durchs Fliegennetz hier durchgefilmt. So. Seht ihr dann schönen blauen Himmel und diese Geräuschkulisse. Das ist ein Traum, oder? Aber ich mache kurz das Fenster auf und zeige euch die Realness. Bitteschön. Genießt es. Enjoy. Na Vogel, macht jetzt keine Piepsis mehr. Jetzt habe ich den Vogel verscheucht, weil ich das Fenster aufgemacht habe. Naja, auf jeden Fall. Heute ist ein bisschen einiges am Programm. Heute ist nämlich auch unser Real-Drehtag. Also wir haben so einen Tag in der Woche, wo wir halt unsere Reels drehen. Und letzten Wochen habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Da habe ich nicht so Lust gehabt. Und wenn ich keine Lust habe, weil ich nicht so die Motivation nicht da ist, ist logisch, dass ich dann keine Reels drehen kann. Wer folgt mir auch auf Instagram und auf TikTok, der kennt diese Reels schon. Und ich poste sie auch ab und an hier auf YouTube. Manchmal vergesse ich das. Wenn ihr dann so bei mir im Profil so hochformatige Videos seht, dann wisst ihr Bescheid, dann ist das so ein Real-TikTok-Dings da. Nur zur Info. Auf jeden Fall, das ist unser Programm. Anschließend ein bisschen auch mit den Kindern rausgehen. Ich werde mir jetzt mal anfangen, meine E-Mails warten auf mich und ja, let's go. Schaut euch mein Wohnzimmer an. Das schaut nämlich so aus in den Ferien. Ja, die Kinder haben hier gewütet. Und was machst du bitte hier? Guckt euch mal an, wie sie da chillt. Also das nenne ich mal richtigen Chiller-Modus, ha, Amy? Was macht du? Was macht die Amy? Die Michelle sieht aus. Sie schläft heute bei einer Freundin. Ja. Ja. Wann kommst du wieder? Wann? Die Uhrzeit hat nicht ausgemacht. Weiß noch gar nicht. Du kommst gar nicht mehr, oder? Nein, ich muss jetzt ich bleib die Ferien bei. Ich muss sie ja fragen. Ich frag sie ja, wenn ich dort bin. Da bin ich aber nicht froh. Du bist nicht froh? Bist du wir schlafen alle im Michelles Bett. Ja! Ja! Der Patrick fährt sie. Und der Papa macht sie. Was macht sie? Ich leg mich in die Bett. Dann schlafen die alle. Jetzt mach Popcorn und mach mal Brötchen im Bett. Oh, Alter. What? What? Also, Patti, hast du alles dabei? Führerschein? Michelle, hast du alles dabei? Zahnbürste? Kopf ist dabei. Hast du Pyjama? Socken? Hausschuhe? Zahnbürste? Hausschuhe? Nimm vielleicht Hausschuhe mit. Nicht? Okay. Michelle ist Michelle Markus. Michelle Markus. Michelle, kriegst du Kuss, Michelle? Michelle Kuss. Uah. Ich auch? Ich krieg auch einen Vertrag. Hey! Auf dem Mund! Na gut, tschüss! Hat dich auch Kuss? Jalla! Bye bye! Sei brav, Michelle, ja? Benimm dich, ja? Vermiss uns, okay? Vermisst du uns? Ich sehe alles, ja? Von der Ferne. Machst du Story? Okay. Na, musst nicht. Die Kinder werden groß. Kommt's! Komm, Eini! Hey, unseren Zitronenbaum müssen wir auch mal reinholen, oder? In der Früh hat es so gut gerochen da draußen. Nach Zitronen? Ja, nach Fresco. Oh, Bubulini, Papa! Pupik, Pupik, Philipp. Gibst du die Mama ein Kussi? Pupik? Na, um die Uhrzeit nicht mehr. Du willst spielen? Tschüss! Die Bälle ist eingesperrt. Wieso hast du die Bälle da eingesperrt, damit die... Ja. Wer hat denn bitte mit den Stiften gespielt?
Krieg, krieg, krieg. Weißt du noch, wie die Amy ein Baby war, Schatzi? Hat sie alle Stifte geknallt. Kannst du noch erinnern? Und jetzt können die Stifte... Die Amy, oder? Ah, ja, stimmt. Und jetzt können sogar Stifte am Boden liegen. Sie hat auch ihr eigenes Loch im Wand gebohrt. Aber es war so ein fettes Loch. Sie ist brav, ja, sie ist eine Maskerade. Und du? What are you doing? Ich glaube, der Philipp ist müde. Ich muss dir die Kamera übergeben. Ich muss wieder lernen. Ja. Papa geht wieder in sein Office. Bye, bye, Papa. Tschüss. Guckuck. Sagst du zu Papa Tschüss? Warum geht der Papa weg? Nee, den geht doch nicht weg. Jetzt ist Kochen angesagt. Die Kinder sind hungrig und wir haben uns Spargelcremesuppe ausgedacht. Papa ist ready und bereitet die Suppe vor. Sollen wir das zusammen machen oder machst du es alleine? Ich kann es alleine machen. Machst du alleine? Ja? Ich will machen. Wie sollen wir da zusammen das werken? Ich gebe die Anweisungen. Ich habe jetzt nämlich noch ein Telefonat mit jemandem und deswegen fragt der Papa noch. Ich komme dann gleich zu. Brauchst du Hilfe? Ich kenne dann nicht so was mit dem Trick. Schaffst du das? Ich helfe dir. Komm, wir machen schnell zusammen. Wir sind nicht so erfahren. Also immer ist er zu holzig. Und das ist mal, eine Herausforderung. Ja, ich weiß nie, wann der richtige Moment ist, wann man aufhören muss oder ob man noch weitermachen muss. Kennt ihr das? Auf jeden Fall gibt es Spargelcremesuppe aus dem Thermomix. Mehr Fischstäbchen? Nein. Oh. Wir machen jetzt eine Suppe, Spargelsuppe. Es ist wie Fischstäbchen. Nee. Doch? Nee. Aber ich liebe aber. Was liebst du denn schon wieder? Fischstäbchen. Ach so? Ja. Wir lassen jetzt den Papa kurz mit dem Spargel alleine. Genau. Und weil der Philipp ist ein bisschen raunzig und der muss jetzt schlafen. Ja, der muss auch groß werden. Gute Nacht, Papa. Er muss groß werden. Oh. Gute Nacht. Oh. Liebe dich. Geh, mir auch Futter geben. Wir wollen jetzt. Na, schauen wir mal. So, 15 Minuten muss ich mal die Suppe köcheln lassen und in der Zwischenzeit werde ich noch einen Reel schneiden. Ja, ich nutze mal die Zeit sinnvoll und ja. Die Suppe ist so lecker, meine Lieben. Spargelcremesuppe aus der Cookie-Dough-App. Mega gut. Also, wir haben sogar gut geschält, oder Baba? Ja. Also ein paar Fäden vielleicht haben wir es noch gewonnen. Aber es ist ein sehr lecker. Der Vater hat mir gesagt, also, was ist mir dazu gut? Was hat der Vater gedacht, dass das... Papa. Euer Papa. Hast du es vergessen, oder? Und der Papa hat jetzt ein neues Ding erfunden, nämlich Suppe mit Soletti. Mm. Und? Lecker? Ja, gut. Philipp, gut? Philipp ist auch schon wach von seinem Schliefchen. Auf jeden Fall so yummy. Mach doch mit Soletti. So wie einfach Backerbsen, oder? Ist mir besser. Mhm. Ja. Noch schmeckt eigentlich sehr gut. Mach das ganz am besten. Warte, ich baller's richtig. Du bist die beste Mama. Ich liebe doch. Du bist die beste Luisa auf der Welt. Ich liebe dich. Und ich liebe auch den Papa. Der Papa ist auch der Beste auf der Welt. So, nach dem Essen haben wir uns jetzt alle geschnappt. Also die Kinder, alle die da sind. Die Michelle ist ja nicht da, die ist ja bei ihrer Freundin. Und gehen mit ihnen jetzt ein bisschen ein Eis essen, oder? Gehen wir ein Eis und auch ein bisschen an der Donau spazieren. Reels drehen ist heute leider nicht mehr so drin. Ich habe so Nackenschmerzen, ich habe so schlecht geschlafen, dass ich jetzt ein bisschen sogar Kopfschmerzen habe. Also das, ich habe den ganzen Tag begleitend so einen Druck hier hinten am Nacken. Ich habe so ein Polster, weiß nicht. Der bereitet mir... Keine Ahnung, es gibt Nächte, da schlafe ich ein bisschen besser, aber Nächte, wo ich wirklich scheinbar schlecht schlafe, wie diese Nacht, oder ich habe mir irgendwas verrissen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so Nackenschmerzen, dass ich jetzt auch keine Motivation mehr habe, Reels zu drehen und mein Eis essen. Ja, ein bisschen raus. Es ist so schön heute. Morgen ist es nochmal schöner, oder? 19 Grad. Also. Ja, krass. Yay, Frühling. Frühling ist da und Sommer kommt bald. Kann man wieder öfter draußen sitzen und draußen was machen. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, und wie gesagt, wir nutzen jetzt halt das schöne Wetter, gehen ein Eis essen und ein bisschen spazieren mit den Kiddies. Mit
4 von 5 Kindern. Eine so eine große Schlange. Es gibt wirklich so große Schlangen. Loch Ness zum Beispiel. Ne? Aber da waren die Menschen noch gar nicht auf der Welt, oder? Na, würdest du mit dem Boot fahren? Wie heißt dieses Boot? Was steht drauf? Da steht der Name vom Boot. Warum soll Regenpack? So heißt das halt. Dieses Boot hat Regenhalter. Ich habe mir jetzt auch schon einen kuscheligen Pullover angezogen, weil es war jetzt zum Spiel, also am Spielplatz jetzt zum Schluss schon wirklich frisch. Also tagsüber ist es zwar super schön sonnig, aber gegen nachmittags, abends wird es dann schon richtig frisch. Deswegen bin ich froh, dass wir schon zu Hause sind. Ich werde es mir jetzt auch gleich gemütlich machen, meine Ohrringe abmachen und mich jetzt auch gleich abschminken. Der Papa ist jetzt noch schnell Gassi mit den Hunden. Und danach werden wir uns einen gemütlichen machen mit den Kindern auf der Couch. Wir haben ihnen auch was Tolles bestellt, das zeige ich euch dann nachher. Aber wie gesagt, vorher mal abschminken und Gesichtsreinigung starten. Meine Produkte habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Und zwar nutze ich ja die Produkte von Salted und liebe die so sehr wirklich. Weil bei Salted kann man sich nämlich eine individuelle Pflege zusammenstellen, so wie ich es auch gemacht habe. Im Matchmaker, den werde ich euch hier einblenden. Schaut da gerne mal vorbei. Da kann man sich nämlich im Matchmaker aussuchen oder eingeben, was man für sein Gesicht benötigt. Na, manche haben zum Beispiel eine unreine Haut, manche haben eher mit, ja, sag ich mal, Falten zu kämpfen. Manche wollen einfach nur einen Glowy-Effekt, so ein bisschen Frische rein. Und das Ganze kann man jetzt hier im Matchmaker eingeben, diverse Kategorien auswählen und dann kommt deine individuelle Pflege raus. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und ich habe mir beim letzten Mal die Pflege für mehr Glow, mehr Frische und so weiter ausgesucht, weil ja, ich habe jetzt keine Unreinheiten, ich habe jetzt auch nicht wirklich so Falten. Aber was mir auffällt manchmal, ist meine Haut so ein bisschen fahl und deswegen ist meine individuelle Pflege mit dem Hyaluronserum, was ich so, so toll finde. Ich liebe dieses Hyaluronserum. Wenn ich das auftrage, habe ich das Gefühl, dass meine Haut wirklich viel, ja, viel knackiger, frischer und mehr einen Glow-Effekt hat, tatsächlich. Genauso auch wie das Aha-Peeling, das nutze ich tatsächlich, ja, alle 3 Tage, bis es natürlich überschrieben ist. Also ist nicht etwas für jeden Tag. Und dann habe ich hier noch meine geliebten Vitamin-C-Drops. Ich sag's euch, ich liebe diese, ja, diese Kapseln. Ich liebe die so sehr, da ist so eine gute Pflege drin. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall mal abschminken. Zum Abschminken nutze ich den Make-up-Entferner, der ist auch von Salted. Übrigens habe ich natürlich wieder einen Rabattcode, meine Lieben. Und zwar könnt ihr mit Diamanta YT für YouTube 40% sparen. Das heißt, ihr könnt Salted mal kennenlernen, falls ihr das noch nicht kennt. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist auf jeden Fall eine super tolle Pflege. Und schaut auf jeden Fall auch eben in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link dazu reingepackt. Ich schreibe auch gerne den Rabattcode nochmal rein. Schaut auf jeden Fall beim Matchmaker vorbei. Ich finde, das ist einfach was richtig Tolles, der Matchmaker, weil somit kann sich jeder seine eigene individuelle Pflege zusammenstellen, weil nicht jede Haut ist gleich und wir sind da alle grundverschieden. Deswegen finde ich das auch toll, dass man die Möglichkeit hat, sich hier was Tolles für sich, Individuelles zusammenzustellen. Ich schmink mich auf jeden Fall mal schnell ab. Jetzt wasche ich mein Gesicht mit meinem Reinigungsschaum. Dafür einfach Gesicht ein bisschen anfeuchten, ein bisschen, ich nehme so, ja, so viel ungefähr und dann schön das Gesicht damit reinigen. Und jetzt abwaschen. Das Tolle ist, ihr bekommt aber Salted-Pflege auch mit einer Beilage zur Anwendung. Perfekt, wenn man sich jetzt eventuell nicht so gut auskennt und jetzt nicht weiß, wann kommt jetzt welches Produkt dran. Einfach ideal. Hier wird nämlich alles nochmal genau erklärt. Hier sind wirklich nur die Produkte drauf, die ich jetzt zu Hause habe. Das ist einfach super toll. Sehr individuell und sehr persönlich. Ich liebe das. Auf den Produkten steht auch der Name drauf.
Im Idealfall natürlich, wenn man zum Beispiel, Mutter, Tochter oder Schwester und im selben Haushalt wohnen, damit man die Pflege nicht durcheinander bringt, finde ich das richtig toll, dass das schon so individualisiert ist. Ja, ich mache mir jetzt auf jeden Fall nach der Gesichtspflege, verwende ich mein Peeling, dafür nehme ich mir so ein Wattepad und mache ein paar Tropfen drauf und fahre mir damit so übers Gesicht. Das verwende ich nicht täglich, sondern nur alle 3 Tage, ist auf jeden Fall ideal so für zwischendurch. Und nachdem ich jetzt fertig bin, mache ich mir jetzt meine Gesichtspflege drauf, also meine Creme. Die verwende ich morgens und abends. Also das ist eine 24-Stunden-Pflege. Und somit bin ich jetzt ready und abgeschminkt. Und ich fühle mich da einfach viel entspannter, wenn ich so abgeschminkt bin. Und dann muss ich mich um nichts mehr sorgen. Kann dann einfach, ja, wie soll ich sagen, mich schon kuscheln und sowas. Sonst, ich fühle das nicht. Ich kann nicht kuscheln oder mich irgendwie so in die Couch rein, gemütlich rein, legen, wenn ich weiß, ich bin noch voll geschminkt, weil ich will einfach nicht alles voll schmieren. Ja, so viel, meine Lieben, dazu. Wie gesagt, vergesst nicht, Diamanta YT40 und ihr bekommt 40% Rabatt. Unten in der Infobox ist nochmal alles verlinkt. Schaut da gerne vorbei und ja. Das war's. Wir haben den Kindern am Wochenende ein Bällebad gekauft. Das ist so wenig. Die Luisa hat gesagt, oh mein Gott, da waren ja nur 100 Bälle drin und 100 Bälle schauen so aus. Das ist viel zu wenig, deswegen haben wir noch welche nachbestellt. Und also so viel sind 100 Bälle. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe nämlich 200 Bälle bestellt. Philipp, lass die Kamera. Willi? Komm her, wer mag da rein? Luisa, magst du schon reingehen? Was habe ich denn da? So viele schöne Farben. Ja, gelb, das ist immer noch zu wenig, oder? Ja, noch immer. Aber ich habe ja noch zwei. Ja! So, meine Lieben, wie ihr seht, ich habe meinen Kampfanzug schon angezogen. Ich habe mir gemütlich gemacht. Die Mama ist noch nicht fertig mit dem Telefonat. Wir werden gemeinsam jetzt, also ich mit den Kleinen, im Wohnzimmer gehen, einen Film anschauen. Dazu natürlich gehört Popcorn. Ich werde jetzt Popcorn machen und mal schauen, was auf Netflix zum Anschauen gibt. So, wir haben uns entschieden, wir schauen uns heute Abend Madagaskar 3. Kenn ich schon. Du spielst schon als Affe? Machst du noch Popcorn? Uga, 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 uga. Super. Hey, Mausis. Was schauen wir gerade? Madagaskar 3. Und ich glaube, sie Papa. Und ich glaube, sie bei mir? Jetzt ist schon schlafen die Zeit. Papa ist richtig müde schon. Ich kann nicht mehr. Hängt durch. Der Papa hat sich jetzt überlegt, mit den Mädels im Wohnzimmer zu schlafen. Ja, es ist Ferien und da toben wir uns richtig aus, oder? Ja, aber das gehört dazu irgendwie. Wir werden jetzt die Couch umklappen. Kann man nämlich da gut drauf schlafen. Ja, gut, schauen wir mal. Das wollen wir. Couch krass. Nee, Philipp. Nicht da reingehen, bitte. Warte, der Papa muss das. Gefährlich. Philipp, der ist schon müde. Ach, lass ihn, Lara, lass ihn. Aber er geht immer wieder runter. So, dann machen wir das Gesicht so. Zähne putzen.
essen und Bett fertig machen. Und wir verabschieden uns mal hier von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hey, hey, hey! Gott, genau. Gute Nacht und wünsche euch noch schöne Rest-Osterferien.